Entfernen Sie als erstes den Deckel der Festplatte. Entfernen Sie nun den Magneten, damit der Laserarm weiter ausschlagen kann. Drehen Sie nun die Festplatte um und entfernen Sie die Platine. Finden Sie als nächstes mit einem Leitungsprüfer heraus, welche Kontakte zur Spule des Laserarms gehören. Nun sollten Sie den Widerstand der Spule messen. Das sollte zwischen 4 und 20 Ohm liegen. Stecken Sie als nächstes Kabel in die entsprechenden Buchsen. Sichern Sie diese mit ein paar Streifen Klebeband. Montieren Sie nun wieder die Platine. Achten Sie darauf, dass die Drähte gut erreichbar sind. Schließen Sie danach die beiden Kabel an einen Audiostecker an. Nehmen Sie nun einen kleinen Spiegel und befestigen Sie ihn auf dem Lesearm. Stellen Sie sicher, dass er sich noch frei bewegen kann. Gegebenenfalls muss man die Enden des Lesearms abschneiden. Und hier sind die Ergebnisse.